Wieso wählen manche Christen die AfD? Wissen wir nicht alle, dass das Rechtsextreme sind und wir uns so weit weg von ihnen bewegen sollen wie nur möglich? Oder ist es eigentlich alles Fake News in den Medien und eigentlich gar nicht das richtige Gesicht der AfD, sondern sie haben einfach eine andere Meinung? Was geht? Corey hier. Spannendes Thema. Normalerweise habe ich wirklich so gut wie gar nichts mit Politik zu tun. Aber bei diesem Thema war ich so fasziniert, dass Leute, die wirklich sagen, sie folgen Jesus nach, die AfD wählen, obwohl wir doch eigentlich wissen, dass sie rechtsextrem ist und damit ja auch menschenfeindlich und damit keine christlichen Werte vertreten. Aber dann habe ich auch Videos gesehen von diesem Ketzer der Neuzeit, der sich mit AfD-Anhängern hinstellt und einfach ganz normale, banale Fragen stellt und die sich komplett normal anhören, einfach eine andere Meinung, aber eigentlich sogar die Meinung, die wir Christen vertreten. Also habe ich mich hingesetzt und bin das komplette Wahlprogramm der AfD durchgegangen. Denn ich wollte einfach nur sehen, so was sagt denn die AfD von sich, was sie vertreten? Und wie kann man das mit der christlichen Lehre oder der Bibel vereinbaren? Aber bevor ich anfange, vergesst doch nicht zu abonnieren und falls euch das Video gefällt, auch einen Daumen hoch zu geben, denn das hilft mir, das Wort weiterzugeben und so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Aber kleiner Disclaimer, ich bin nicht der Schlauste, ich bin auf jeden Fall kein Politikwissenschaftler, ich bin ein Christ, der die Bibel eigentlich ziemlich gut kennt und verstehen sollte, ob die AfD was mit Christsein zu tun hat. Und sicherlich kann ich Fehler machen und das könnt ihr mir gerne unten in den Kommentaren schreiben, falls ich irgendeinen Fehler gemacht habe, irgendwas rausgelassen habe oder sonst was erzähle, aber bleibt fair. Ich bin all die 96 Seiten durchgegangen und habe mir versucht, die wichtigsten Punkte rauszuschreiben und fangen wir an mit einer Sache, die sie sagen ist, wir wollen die Würde des Menschen, die Familie mit Kindern, unsere abendländliche christliche Kultur, unsere Sprache und Tradition in einem friedlichen, demokratischen und souveränen Nationalstaat des deutschen Volkes dauerhaft erhalten. Passt erstmal, die gehen null darauf ein, was diese christlichen Werte sind, aber christliche Werte ist ja erstmal gut, Menschenwürde ist auch erstmal gut, sagt aber sicherlich jede Partei. Eine interessante Sache, die sie einführen wollen, ist das Schweizer Wahlmodell, was halt einfach nur aussagt, das ganze Volk gefragt wird, was ich auch persönlich gut finde, hat aber nichts mit Jesus zu tun, also machen wir weiter. In Kapitel 2 lesen wir, dass sie anti-EU sind, dass sie sozusagen gegen einen Vereinigten Staaten des Europas sind und sie wollen, dass Deutschland stark bleibt. Da kann man seine eigene Meinung haben, hat aber nichts mit christlichen Werten zu tun, also gehen wir weiter. In Kapitel 3 auf Seite 26 sagen die, der erhebliche Anteil von Ausländern, gerade im Bereich der Gewalt- und Drogenkriminalität, begegnet derzeit nur halbherzigen ausländerrechtlichen Maßnahmen. Insbesondere können sich ausländische Kriminelle sehr häufig auf Abschiebungshindernisse berufen und sind auf diese Weise vor Abschiebung sicher. Da und an vielen Punkten kommt dieses Deutschland und Ausländer nochmal speziell vor. Also da müsst ihr wissen, dass es anscheinend so ist, dass die Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen und eine Straftat begehen, dürfen eigentlich nicht wieder abgeschoben werden, wenn sie einen Grund haben, wie zum Beispiel in meinem Land herrscht Krieg oder ich habe mich auch gut integriert, ich kenne so Leute und so weiter und so fort, dann dürfen sie nicht abgeschoben werden. Doch die AfD sagt, hey, wir wollen sie, wenn sie eine Straftat begehen, auch abschieben können. Eine interessante Sache ist, dass die AfD möchte, dass die Strafmündigkeit gesenkt wird auf 12 und dass 18-Jährige auch voll knallhart bestraft werden wie Erwachsene. Und wenn ich so ein bisschen was Christliches kommentieren kann, ist es, dass ich immer das Gefühl habe, dass die Nächstenliebe hier fehlt. Denn ich stelle mir immer so vor, was ist, wenn in Deutschland mal Krieg herrscht und wir in ein anderes Land gehen müssen? Klar, wir sind niemand, der unbedingt eine Straftat begeht, aber trotzdem wollen wir doch, dass wir aufgenommen werden und dass wir die Möglichkeit haben, unser Leben weiterzuführen, irgendwie in diesem anderen Land.
Und deshalb finde ich es super wichtig, dass wir Matthäus 22, 39 nochmal verinnerlichen. Und zwar steht da ganz klar, dass wir unseren Nächsten lieben sollen, wie uns selbst. Also finde ich natürlich sehr hart, immer diese Unterschiede zu machen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt eindeutig irgendwas Schlechtes oder eindeutig was Gutes, wieso Christen diese AfD wählen. Also machen wir weiter. Eine Sache, die ich in Kapitel 4 gelesen habe, ist, dass sie gerne als Deutschland unabhängiger sind und dieses Europa ja allgemein ja ablehnen. Wobei ich immer sage, wenn ein Christ sich darauf fokussieren würde, wäre das ja eigentlich falsch. Denn wir Christen haben keine Nationalität. Also wie es in Philipper 3, Vers 20 heißt, unsere Bürgerschaft ist im Himmel. Das heißt, rein theoretisch sollten wir nicht differenzieren, Deutscher, Türke, mir fällt kein anderes Land ein. Aber es sollte uns ja eigentlich nicht wichtig sein. Das heißt, das sollte auf jeden Fall kein Grund sein, wieso wir die AfD wählen, weil sie Deutschland und die deutsche Kultur stärken wollen. Denn uns Christen sollte es ja eigentlich egal sein. Also es heißt ja auch in Galater 3, Vers 28, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn alle sind einer in Jesus Christus. Also das sollte kein Punkt sein, wieso Christen AfD wählen, falls das zufällig einer ist. In Kapitel 5 sagt die AfD, dass sie Familien mehr unterstützen wollen. Was hier eher einzigartig ist, ist, dass sie wirklich wollen, dass die Deutschen mehr Kinder bekommen und dass Familien mit vielen Kindern halt mehr unterstützt werden. Dass Deutschland deutsch bleibt, das heißt, alle Deutschen sollen auch Kinder bekommen. Sie wollen nicht, dass Ausländer reinkommen, die Kinder bekommen und dann irgendwann sind wir alles nur noch Ausländer. So, aber jetzt kommen wir zu Kapitel 6 und da sind einige Punkte, wo ich sagen muss, ja, das sind einfach christliche Werte und das wäre ein Grund, die AfD zu wählen. Denn auf Seite 41 sagen sie, in der Familie sorgen Mutter und Vater in dauerhafter gemeinsamer Verantwortung für ihre Kinder. Und das ist klar biblisch. In 1. Mose 2, Vers 24 lesen wir auch. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch, also Mann und Frau. Ein weiterer Punkt ist die zunehmende Übernahme der Erziehungsaufgabe durch staatliche Institutionen wie Krippen und Ganztagsschulen, die Umsetzung des Gender Mainstreaming-Projekts und die generelle Betonung der Individualität untergraben die Familie als wertegebende gesellschaftliche Grundeinheit. Also ein Punkt, den sie auch kritisieren, ist, dass die Frau nicht mehr einfach nur Mutter sein darf, sondern es geht heutzutage nur noch, dass beide Elternteile arbeiten. Und wir in unserer Familie, wir merken das auch gerade, dass zum Beispiel von meiner Frau ihr gesagt wird, hey, warum kannst du nicht mehr Stunden arbeiten? Oder uns wird gesagt so, hey, warum gibt ihr das Kind nicht schon ab im Alter von 1,5 Jahren, damit ihr mehr arbeiten könnt? Wobei wir einfach den Wert haben, dass wir das Kind am Anfang noch erziehen wollen und bei uns haben wollen. Und am besten wäre es, wenn meine Frau sich ein bisschen mehr darauf konzentrieren könnte, Mutter zu sein. Aber es kommt dieser Druck von außen, dass nein, du gibst das Kind ab und gehst wieder arbeiten. Das ist etwas, was die AfD ähnlich wollen. Sie wollen, dass die Eltern die Kinder hauptsächlich erziehen und nicht der Staat. Also gerade diese Punkte sind klar biblisch. Und dann natürlich das große Thema Abtreibung. Die AfD steht für eine Kultur des Lebens und ist im Einklang mit der deutschen Rechtsprechung der Meinung, dass der Lebensschutz bereits beim Embryo beginnt. Wir fordern daher, dass bei der Schwangerschaftskonfliktberatung das vorrangige Ziel der Beratung der Schutz des ungeborenen Lebens ist. Sie sind klar gegen Abtreibung, was wir als Christen auch sind. Sie sehen auch, dass das Leben nicht erst hier auf dieser Erde beginnt, also wenn das Kind schon draußen ist, denn wir lesen auch zum Beispiel im Psalm 139, Vers 13, denn du hast meine Niere gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war.
Natürlich gibt es Ausnahmen bei schwierigen Themen, aber das Ziel ist es eigentlich, das Kind zu schützen. Außerdem sagt die AfD, dass Alleinstehende unterstützt werden sollen. Was wir auch in der Bibel lesen, in 1. Timotheus 5, Vers 3 sagt es, ehre die Witwen. Kapitel 7 geht es eher um die deutsche Kultur und die Sprache, wieder ein Punkt, der eigentlich mit christlichen Werten nicht viel zu tun hat. Dort gehen sie auch darauf ein, dass sie am liebsten haben wollen, dass alle Deutsch sprechen, dass alle deutsch sind und die deutsche Kultur annehmen, nicht mehr über Witze lachen und böse gucken und nicht mehr Hallo sagen. Spaß natürlich. Das ist das, was sie wollen. Und wir lesen auch, sie sind gegen den Islam. Und da können wir als Christen natürlich rein theoretisch nichts sagen. Wir glauben natürlich, dass der Islam nicht wahr ist. Also es ist okay für uns, wenn wir jetzt den Islam nicht unterstützen würden. Sie gehen aber ein bisschen weiter und sagen, wir dürfen nicht mal erlauben, dass sie weiter Moscheen bauen, denn sie sehen das als Symbol eines Herrschaftsanspruchs. Also so, als ob der Islam in Deutschland halt die Macht an sich reißen möchte. Und wie wir auch in muslimischen Ländern sehen, sie wollen nicht, dass der Islam mehr Macht in Deutschland bekommt und so halt auch irgendwann versucht, deren Gesetze in Deutschland zu etablieren. Und das wäre natürlich nicht vereinbar mit christlichen Werten. Wobei ich bei anderen Themen wieder ganz klar sagen müsste, dass der Islam ähnliche Meinung hat. Also gerade bei Themen wie Abtreibung, Homosexualität, dieser ganze Gender-Wahnsinn und so weiter und so fort. Und Kapitel 8 ist auch nochmal eine Sache, die mir auch am Herzen liegt, gerade weil ich jetzt einen Sohn habe und irgendwann wird er auch in die Kita, in den Kindergarten, in die Schule und wird da halt von irgendjemanden beeinflusst. Und sie kritisieren da ganz stark die Frühsexualisierung in Kindergarten und Schulen. Und da habe ich auch nur diesen Beitrag gesehen, wo eine Drag Queen in einen Kindergarten eingeladen wurde und denen dann irgendwas davon erklären möchte. Wobei ich das absurd finde, das hat nichts bei Kindern zu tun. Und wie gesagt, das ist eine Sache, die mir wirklich am Herzen liegt, dass sowas niemals erlaubt wird oder normalisiert wird. Du kannst ja tun und lassen, was du willst in deinem Privatleben, aber das hat nichts bei meinen Kindern zu tun. In Kapitel 9 lesen wir auf jeden Fall, dass da irgendwo die Nächstenliebe fehlt. Und zwar versuchen sie verstärkt, dass Migranten abgeschoben werden und dass dort strengere Regeln gelten. Und wie ich auch schon gesagt habe, das heißt nicht unbedingt, dass sie rechtsextrem sind, sondern sie haben einfach eine andere Meinung dort. Dann Kapitel 10 und 11 ist zwar interessant, geht um Marktwirtschaft und Steuern, aber hat jetzt wirklich nicht viel mit diesem Thema zu tun. In Kapitel 12 lesen wir über die Energiepolitik und da kommt mir schon ein bisschen was problematisch rüber, aber das hat jetzt nichts mit christlichen Werten zu tun, aber einfach nur, dass sie ablehnen, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt. Klar kann ich verstehen, dass die Medien, dass sie das Thema immer sehr groß machen, dass es gar nicht so groß ist, aber wissenschaftliche Studien, und da sind sich die meisten Wissenschaftler auch einig, die AfD ignoriert also wissenschaftliche Studien und sagt dann, ja, das passiert alle paar hundert Jahre, aber sie haben keine Studien oder Studien, die von der Allgemeinheit von Wissenschaftlern akzeptiert werden. Und biblisch gesehen kann man ja eigentlich auch sagen, dass wir wissen, dass die Erde immer schlimmer wird und es Erdbeben gibt und Hungersnöte und das wird immer mehr und so weiter und so fort. Also das können wir ja auch sogar biblisch bestätigen. Kapitel 13 und 14, da geht es auch einfach nur um die Landwirtschaft und die Infrastruktur. Auch wieder interessant, wo jeder seine eigene Meinung haben kann, hat aber wirklich nichts mit Jesus zu tun. Und ich glaube, das ist der Grund, warum manche Christen die AfD wählen. Sie sehen die guten Punkte in ihrem Wahlprogramm, aber sehe nicht, was da noch mitkommt. Denn es sind durchaus vernünftige Menschen in der AfD. Da bin ich überzeugt, dass da auch Christen dabei sind, die wirklich einfach nur sagen, hey, wir wollen die christlichen Werte vertreten. Das Problem ist aber, da kommt doch noch so viel mehr dazu. Denn jeder kann in seinem Wahlprogramm sonst was hinschreiben. Und am Anfang dachte ich, so einfach geht das. Man liest das Wahlprogramm durch, vergleicht es mit der Bibel, ob es übereinstimmt oder nicht übereinstimmt,
okay, kann man wählen oder kann man nicht wählen? Aber das Problem ist, dass die Menschen in der AfD nicht wirklich das vertreten, was sie in ihrem Wahlprogramm wiedergeben. Und um diesen Punkt deutlicher zu machen, musste ich herausfinden, okay, wer sind denn überhaupt die Menschen, die das vertreten? Wir haben diesen Tino Chrupalla, der ist der Parteivorsitzende. Über den sagt man, ey, der ist noch der Gechillteste. Aber dann haben wir Alice Weigel und besonders Björn Höcke, der zu dem sogenannten Flügel gehörte, der offiziell aufgelöst wurde, aber er ganz klar rechtsradikal ist. Wir lesen auch von einem Jörg Meuthen, der die AfD verlassen hat, weil er gesehen hat, dass langsam immer mehr und mehr Rechtsextreme zur AfD gehören. Wir lesen von einem Andreas Kalblitz, der aus der AfD ausgeschlossen wurde, weil er so extrem rechtsextrem ist. Und dadurch, dass die AfD sich nie wirklich öffentlich von diesen Rechtsextremen distanziert, kann man sehen, dass die AfD nicht wirklich ein Problem mit diesen Menschen hat. Und diese rechtsextreme Ader und das, dass sie sich nicht ganz klar davon distanzieren und Sachen vage aussprechen. Also klar würden die in diesen Interviews würden sagen, ja, habe ich nicht so gemeint. Aber die benutzen natürlich diese Worte bewusst. Aber kommen wir zurück zum Thema. So, warum wählen dann Christen die AfD? Und das ist wahrscheinlich einfach nur aus dem Punkt, dass sie konservativer sind. Dass sie anders sind als viele andere Parteien, die halt Sachen vertreten, die wir als Christen ganz eindeutig nicht gutheißen können. Aber wir können auch nicht gutheißen, dass jemand feindlich ist gegenüber Ausländer und sonstige Gruppen. Das hat auch nichts mit Jesus zu tun. Aber ich möchte nicht sagen, wen ihr wählen sollt, und ich möchte auch nicht sagen, dass ihr die AfD nicht wählen dürft, dass ihr mal drüber nachdenken müsst, was es für Auswirkungen hat, wenn die AfD wirklich stärker wird. Das Problem ist aber, dass die Menschen, die an der Macht sind und die Menschen, die was zu sagen haben, sich nicht eindeutig von Rechtsextremen distanzieren. Ich hoffe, ich habe irgendwie auf den Punkt gebracht, wieso manche Christen AfD wählen und versucht zu zeigen, ah, okay, klar, das sind christliche Werte. Aber ich glaube, die größere Frage, sollten alle Christen Bündnis C wählen? Die christliche Partei, die super klein ist. Oder sollten Christen überhaupt nicht wählen? Ich glaube, das sind zwei Videos, die ich noch machen könnte. Also vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr kein Video verpasst. Und das war's für diese Woche. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, Core hier, ihr da. Alles klar. Ich habe hier auf dieser Seite ein Video darüber, ob wir als Christen noch unter dem Gesetz sind. Und auf dieser Seite hat YouTube ein Video, was ihr vielleicht interessant findet.